Hallo, ich bin die Dani und heute teste ich die Arbon Luxe Lippenstifte. Ich habe mir zwei Farben gekauft und zwar einmal die Farbe, beim Gucken, Runaway Plum und einmal die Farbe Nude Slip. Wenn du wissen willst, wie die funktionieren und ob die funktionieren, dann bleib doch einfach dran. Ich suche immer nach Lippenstiften, die einfach sehr pflegend auf der Haut sind. Es gibt viele Lippenstifte, die meine Haut austrocknen, meine Lippenhaut oder die halt in die Lippenfältchen kriechen. Da greife ich doch lieber zu pflegenden Lippenstiften beziehungsweise auch zu Lippenstiften, die so ein bisschen Schein in sich haben, weil ich doch sehr kleine Lippen habe und ein matter Lippenstift würde an mir jetzt nicht so gut stehen. Deswegen habe ich mich für diese beiden entschieden. Und zwar kommen die in dieser Kartonage und wenn ich die Kartonage öffne und den Lippenstift rausnehme, kommen dann diese wunderschönen Schätzchen zum Vorschein. Die Packung ist wirklich wunderschön und ich finde, es ist auch ein wunderschönes Schmuckstück in seiner Handtasche. Die Verpackung, es ist keine, ich würde mal sagen, keine so hochwertige Verpackung, wie wir sie von High-End-Marken kennen. Aber ich finde, das muss nicht sein. Rein optisch sehen sie wirklich sehr hübsch aus. Und hochwertige Marken wälzen auch ihren Preis auf die Verpackung ab, beziehungsweise stellen quasi die Kosten für diese hochwertigen Verpackungen dem Kunden in Rechnung, indem sie den Preis natürlich höher gestalten. Aber ich finde, diese Verpackung ist völlig in Ordnung, sehen hübsch aus, sind einfach anzuwenden und die Gefahr besteht ja auch nicht, dass das Käppchen in der Tasche verloren geht, weil es hier einen Verschluss gibt, der das Ganze dann festhält. Was sagt Arbon zu diesen Lippenstiften? Luxe Lippenstift, das ist ein cremiger Lippenstift mit Silk and Plumping Komplex. Mit reiner Seide bietet die Faszination von satter Farbe und weichen, gepflegten Lippen. Es gibt diese Lippenstifte in 14 verschiedenen Farben aktuell und da sind 3,6 Gramm enthalten. Ich habe euch jetzt näher herangeholt und einfach aus dem Grund, weil ich euch gerne den Auftrag zeigen möchte, ob er leicht aufzutragen ist, ob er in die Lippenfältchen kriecht. Mit welcher Farbe fangen wir an? Mit der Farbe Runaway Plum. Runaway Plum, das ist eine schöne, flaumige Farbe, wie der Name schon sagt. Und Pflaumenfarben machen übrigens auch weißere Zähne. Also der Tipp, wenn ihr zu etwas verfärbten Zähnen neigt, dann vermeidet rote Töne, nimmt lieber Mauve-Töne oder halt Farben mit lila Einstich, violetten Einstich oder eben Pflaume. Vom Duft her ist er sehr neutral. Ein minimaler Hauch von leichten, süßlichen Duft, aber halt nicht penetrant. Ich finde es auch ganz wichtig, dass Lippenstifte nicht so stark riechen, weil man den Lippenstift ja direkt unter der Nase aufträgt, quasi auf den Lippen. Und wenn ein Lippenstift sehr penetrant riecht, dann kann ich das persönlich nicht haben. Und von daher, dieser Duft ist absolut akzeptabel. So sieht er getragen aus und ich finde die Farbe sehr schön und es ist extrem pflegend, muss ich sagen. Sehr, sehr pflegend, als ob man einen Lippenbalsam auf den Lippen hätte. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie lange sind sie überhaupt haltbar, weil es sind keine langanhaltenden Lippenstifte. Ja, das sind ganz normale Lippenstifte, die man sich in seine Handtasche legen kann, mitnehmen kann und sich immer mal zwischendurch auf die Lippen auftragen kann. Ich denke mal, wenn ich jetzt an einem Glas
nippen würde, ist klar, dass da ein Abdruck entsteht. Wie gesagt, es ist mehr ein Pflege-Lippenstift mit einer satten Farbe. Und ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl auf den Lippen. Machen wir uns jetzt ran an die nächste Farbe. Jetzt trage ich die Farbe Nude Slip auf. Es ist wirklich ein Nude-Ton. Es ist mehr ein leichter Braunton drin mit einer Mischung Mauve. Und ja, ich finde die Farbe für den Alltag sehr, sehr gut geeignet. Das ist wirklich Nude. Aber auch hier die Pflege ist ganz, ganz toll. Es fühlt sich wirklich an wie ein Pflegestift. Die Farbe ist wirklich für den Alltag gedacht. Und man kann auch hingehen und ohne Spiegel die Lippen nachziehen. Ich probiere das mal eben. So, nochmal abgemacht. Und jetzt gucke ich nicht hin und ich ziehe meine Lippen nach. So, mal gucken. Perfekt. Das ist ein Lippenstift. Den kann man auch ohne Spiegel auftragen, weil da eigentlich nichts schief gehen kann, nichts daneben gehen kann. Und wenn es mal ein bisschen daneben geht, sieht es nicht schlimm aus. Mein Fazit, die Lippenstifte sind wirklich sehr, sehr schön für den Alltag geeignet. Man nimmt sie mit für unterwegs oder in die Jackentasche, in die Handtasche, je nachdem, und kann die Lippen jederzeit auftragen, auch ohne Spiegel, wenn es sich jetzt nicht um ein Rot handelt. Bei Rot werde ich ein bisschen vorsichtiger. Aber so bei Mauve-Tönen, bei natürlicheren Tönen kann man das durchaus hinbekommen, ohne Spiegel seine Lippen nachzuziehen. Nachziehen wird man auf jeden Fall müssen, weil sie halt nicht lang anhaltend sind, was ja auch nicht das Herstellerversprechen ist, sondern es sind einfach pflegende Lippenstifte, extrem pflegende Lippenstifte mit wunderschönen Farben. Ich finde sie für ältere Lippenhäutchen sehr gut geeignet und eigentlich ganz zufrieden. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.